um Phonetik und Phonologie. Einige von Ihnen werden schon einiges gehört haben zur Phonetik und Phonologie, zum Beispiel in den Einzelsprachen, weil wir da ja außer im Italienischen immer eine spezielle Übung anbieten, Phonetik und Phonologie, also des Französischen und des Spanischen. Und Sie machen ja vielleicht auch Anglistik oder sonst was, wo Sie dann auch einiges zur Phonetik und Phonologie lernen. Und da fangen wir heute jetzt so am Anfang an und Sie werden sich vielleicht langweilen. Aber ich hoffe, die Langeweile dauert nicht allzu lange, denn wir werden dann auf Dinge kommen, die möglicherweise dann doch neu sind. Und spätestens dann in der nächsten Woche, wo es dann um Phonologie geht, im Gegensatz zu Phonetik, also heute soll es mehr um Phonetik gehen, nächste Woche dann um Phonologie und dann erkläre ich Ihnen auch den Unterschied, also erst in der nächsten Woche. Dann wird es bestimmt entsprechend anspruchsvoll werden und Sie werden sich dann nicht mehr so langweilen, wie Sie sich vielleicht heute langweilen werden, weil wir wirklich anfangen, ganz am Anfang. Ja, also wir sprachen schon von Kommunikation, Sie erinnern sich Sender-Empfänger-Modell und die Frage ist jetzt, wie kommt man von dem einen Gehirn in das andere Gehirn hinein? Auf dem Weg der Kommunikation und da ist natürlich für uns alle primär die lautliche Kommunikation, die auch typisch ist für menschliche Sprache. Daneben bedienen sich die menschlichen Kommunikanten natürlich auch der Schriftsprache, die ist aber hier erstmal zurückgestellt. Und natürlich, diejenigen, die sich mit Phonetik beschäftigen, denken natürlich immer sofort an Laute. Da geht es oft nur um Laute und das finde ich problematisch. Denn wenn man direkt kommuniziert, also von einer Person zur nächsten, mündlich, wie dann auch immer gesagt wird, dann sieht man den Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin ja auch immer, außer vielleicht am Telefon. Obwohl das heute auch mit Videotelefonie so ist, dass man sich da gerne sieht. Und wenn man sich sieht, kann man natürlich noch ganz andere Dinge tun. Da kann man mit Gesicht Dinge machen, die sogenannte Mimik kann man nutzen und Gestik. Also irgendwie auch noch andere Zeichen geben. Und die spielen schon eine große Rolle. Ich habe es schon mal erläutert in der Einführung in die Phonetik und Phonologie des Französischen. Es gibt dazu Experimente, bei denen Leute Laute vorgespielt werden und gleichzeitig sehen Sie das Gesicht. Das Gesicht produziert jemand die Laute. Also man sieht im Nase-Mund-Bereich einer Person, die diese Laute hervorbringt. Und da gibt es ein ganz interessantes Phänomen. Man sieht im Bild, wie die Sprecherin denkt, also man kann dem Gesicht natürlich kein Geschlecht zuordnen, aber ich denke mal, das ist eine Sprecherin, wie die macht. Also Lippen zusammen und dann öffnet. Und Zuhörer hören, ba. In Wirklichkeit sagt die Sprecherin aber ga. Aber diejenigen, die auf den Mund schauen, hören ba. Das heißt also, das Visuelle scheint das, was man hört, zu korrigieren. Also es gibt dann da einen Verhörer sozusagen, dadurch, dass man eben ein Mundbild zeigt, was anders ist als das, was man, was in Wirklichkeit produziert worden ist. Und daran sieht man eben, dass das Visuelle eine ganz entscheidende Rolle spielt und oft wichtiger ist als das, was akustisch übertragen wird. Und das ist natürlich ein Hinweis darauf, dass diese Art der das Visuelle wirklich
möglicherweise sogar bei der Evolution primär ist. Also ein Hinweis darauf, gibt dann noch andere Hinweise, dass vielleicht die Menschen, bevor sie lautsprachlich kommuniziert haben, möglicherweise gebärdet haben und sich nur allmählich umgestellt haben auf die lautliche Kommunikation, die dann aber typisch geworden ist für die menschliche Kommunikation. Im Tierreich, das habe ich auch schon mal erwähnt, gibt es unter Umständen sehr viel effizientere Arten der Kommunikation, die uns nicht zugänglich sind. Also in diesen komplexen Staaten der Insekten wird offensichtlich vor allen Dingen über Geruch gearbeitet und auch ein bisschen über Visuelles. Ne? Dieser Schwänzeltanz der Bienen zum Beispiel ist visuell. Nicht nur visuell, da ist auch taktil visuell. Aber der wichtige Punkt ist offenbar die Kommunikation auf chemische Weise über den Geruchs- und Geschmackssinn. Und das ist schon nochmal auch eine sehr interessante Sache. Und das können wir Menschen eben nicht. Ja, so, wie geht's nun bei Menschen? Also wie gesagt, eine Mischung aus phonisch und visueller Kommunikation. Und hier in diesem Schaubild ist das so ein bisschen schematisch dargestellt. Da haben wir zunächst mal die neuronalen Prozesse und dann wird da irgendwas lautlich umgesetzt. Phonation, die Lautgebung, die Artikulation, die Veränderung der Laute. Dann wird das übertragen, akustisch hin, also so Schallwellen im Spiel. Die treffen dann auf das Ohr. Da gibt es dann eine entsprechende Transformation im Ohr und dann wieder neuronale Prozesse, die das Ganze dann entschlüsseln. Und die Phonetik, die ist nun eine sehr naturwissenschaftliche Disziplin, die versucht da vor allen Dingen Messungen durchzuführen. Also nächstes Mal genau zu zeigen, wie Laute artikuliert werden. Das macht die artikulatorische Phonetik, die klassifiziert dann die Laute und versucht das dann auch wirklich genau herauszufinden. Da kann man jetzt so kleine Kameras in Mund- und Rachenraum einsetzen und andere Sensoren, wo man dann genau sehen kann, wie die Laute artikuliert werden. Und dann gibt es natürlich einen Bereich, der sich mit diesen Schallwellen auseinandersetzt. Das werden wir gleich noch sehen, wie die dann im Einzelnen aufgebaut sind. Und schließlich, also das ist die akustische Phonetik und schließlich die auditive Phonetik, die auch mal ja perzeptive Phonetik heißt, wo es darum geht, wie man Laute versteht. Und gerade diese Geschichte mit den Verhörern, von denen ich vorhin schon gesprochen habe, das ist natürlich etwas, was die perzeptive Phonetik sehr interessiert. Kommt. Natürlich die Frage der Versprecher ist auch interessant. Das macht dann wieder die artikulatorische Phonetik. Das ist also dann auch interessant. Und wie gesagt, diese drei Bereiche der Phonetik gibt es. Und in der Linguistik hat vor allen Dingen die artikulatorische Phonetik eine besondere Bedeutung, weil die eben auch benutzt wird, um letztlich die Laute zu produzieren. Und Sie können sich vorstellen, wenn es um Sprachunterricht geht, ist natürlich immer interessant, denjenigen, die eine Fremdsprache lernen wollen, genau beizubringen, wie denn nun das richtig ausgesprochen wird. Das heißt also da, gerade in dieser didaktischen Orientierung, ist die artikulatorische Phonetik natürlich sehr wichtig. Wo man natürlich auch Fragen des Hörverstehens immer wichtig sind, aber das ist dann weniger so eine phonetische Angelegenheit. Das Hörverstehen wird dann trainiert, indem man vor allen Dingen auch versucht, die neuronalen Prozesse zu trainieren, dass eben genau diese Reize, die wir da hören, dann auch entschlüsselt werden können. Ja. Während es bei der Produktion von Lauten eben schon darum geht, die richtig zu bilden, so dass es sich möglichst so anhört, wie die Muttersprachler das tun. Das ist also schon ein wichtiger Schwerpunkt. Die artikulatorische Phonetik ist von besonderer Wichtigkeit. Also wenn Sie irgendwie
linguistisch tätig werden wollen im Bereich der Laute, dann wird das irgendwie mit der artikulatorischen Phonetik zusammenhängen. Ja. So, ja, wo habe ich die Abbildung her, weil ich das gefragt worden bin, jetzt sogar schon von der zweiten Person. Diese Abbildung stammt auch aus meinem Lehrbuch der italienischen Sprachwissenschaft und die nächste Abbildung auch. Wenn ich fremdes Material benutze, versuche ich auch immer die Quellen anzugeben. Kann schon mal passieren, dass ich das vergesse, aber in der Regel gebe ich die Quellen an. Aber natürlich wissen Sie wahrscheinlich auch, dass Zitate immer Wortzitate sein müssen und dass Bilder immer urheberrechtlich geschützt sind. Und von daher ist es schwierig, nicht eigene Bilder in der Vorlesung zu verwenden. Ich möchte natürlich trotzdem Bilder verwenden und versuche dann solche zu finden, die gemeinfrei sind. Natürlich ist das immer so ein bisschen so ein Risiko, weil man natürlich nicht genau weiß, wie da die urheberrechtlichen Fragen sind. Bei meinem Buch hat der Verlag zum Glück alles geklärt und da kann ich dann eben auch hier, also zumindest ich, kann diese Dinge dann problemlos verwenden. Wenn Sie das irgendwie reproduzieren wollen, sieht das dann möglicherweise anders aus, weil der Verlag natürlich da dann nochmal sagt, dass das nicht einfach so verwendet werden kann. Ja, gut, kommen wir zu diesem Bild also. Da sehen wir, wie das mit den Lauten funktioniert. Da sehen wir sozusagen das Lautproduktionssystem des Menschen. Das fängt da unten an, beim Zwerchfell. Und das Zwerchfell ist ein Muskel, die Lunge zusammendrücken kann von unten. Und dann kann Luft aus der Lunge strömen. Und diese Luft brauchen wir für die Artikulation der Laute. Die meisten Laute, die wir so produzieren, werden mit Luft aus der Lunge produziert. Das gilt besonders für europäische Sprachen. Es mag andere Laute noch geben, die spielen aber in europäischen Sprachen praktisch keine Rolle. Wir brauchen also immer Luft aus der Lunge. Ja, dann geht es also los mit dem Luftstrom. Und da sehen Sie die Lungenflügel. Und dann strömt die Luft nach oben durch die Luftröhre. Und dann geht's los mit der eigentlichen Artikulation, also diesem Prozess, dass Luft erstmal anfängt zu strömen. Es ist die Basis, aber noch nicht die Artikulation. Die Artikulation ist, wenn jetzt in diesen Luftstrom eingegriffen wird, um Laute hervorzubringen. Denn der Luftstrom alleine ist eigentlich lautlos. Da hören Sie nichts. Ja. Erst, wenn man da was mitmacht. Da ist gleich schon ein Organ, was eine große Rolle spielt. Und gleich das Erste, was da kommt. Das ist die sogenannte Glottis. Glottis ist ein Teil des Kehlkopfs. Da steht auch das Kehlkopf und Larynx daneben. Der anatomische Name für den Kehlkopf, lateinisch, ist Larynx. Und Organe werden halt anatomisch immer lateinisch-griechisch bezeichnet. Und da hat natürlich hier die Phonetik dann übernommen. Also, wir haben den Kehlkopf und zum Kehlkopf gehört den Glottis. Die Glottis ist ein Verschluss des Kehlkopfs. Glottis auf Griechisch heißt im Übrigen Stimme oder Sprache. Da sehen Sie schon, das ist ganz wichtig. Also, dieser Kehlkopf hat so eine Art Deckel oben. Und da ist ein kleiner Verschluss, den man öffnen und schließen kann. Wenn man das aufschneidet, bitte tun Sie das nicht, sieht das so ein bisschen aus wie Lippen. Ne? Und die kann man schließen und öffnen. In der Evolution der Lebewesen gab es dafür eine ganz bestimmte Funktion, die nichts mit Sprache zu tun hat, nämlich der Zugang zur Luftröhre sollte schließbar sein, weil ja der obere Teil des Halses und dann also der untere Teil des Kopfes sowohl für die Luftzufuhr wie auch für die Essenszufuhr dient.
Und das ist natürlich unpraktisch, weil man das Essen nicht in der Lunge haben will. Und deshalb ist es wichtig, da einen Verschluss zu haben. Also diesen Verschluss brauchen wir eigentlich für andere Dinge. Und dieser Verschluss wird nun ganz wichtig für die sogenannte Phonation, die Stimmgebung. Da sehen Sie schon Stimmgebung und Glottis, Stimme oder Sprache. Das passiert an der Stelle. Denn diese Stimmlippen kann man nicht nur öffnen oder schließen, also dieses lippenartige Verschluss, heißt manchmal auch Stimmritze, weil das so ein kleiner Spalt halt ist. Oder man spricht auch von Stimmbändern. Die kann man schließen und öffnen, damit ist noch nicht viel Stimme da mit dem Schließen und Öffnen. Aber man kann die in Schwingungen versetzen. Und zwar, indem man die nah aneinander bringt und dann Luft durchlässt und dann fangen die an zu vibrieren. Das können Sie auch mit den Lippen machen. Klingt das nur nicht so schön. Also mit den Lippen. Also ich versuche sie zu schließen und blase dann Luft durch. Ja. Ja, irgendwie kriegst du halt nicht so lange hin. Ja, aber da gibt es dann auch so ein Vibrieren. Aber das ist ja voll schlecht. Meine Lippen sind so trocken. Und das geht immer, das ist ein physikalisches Phänomen. Das nennt man in der Physik den sogenannten Bernoulli-Effekt. Ein französischer Physiker namens Bernoulli hat das herausgefunden, wenn man Dinge eng zusammenhält und Luft durchströmen lässt, wir können das hier mal ausprobieren mit diesen Zetteln, dann fängt das an zu vibrieren. Oh, gibt dann einen Ton. Das ist dieser Bernoulli-Effekt und der wirkt hier eben auch an den Stimmlippen und dann gibt es halt dieses Geräusch, was die Grundlage für die lautliche Kommunikation ist. Nämlich was ist das? Wie gesagt, die Stimmgebung oder Phonation. Ja, da haben wir schon mal ein Geräusch. Ein erstes. Und das ist ja ganz schön, denn dieses Geräusch kann man jetzt verändern. Und zwar haben Sie über diesem Kehlkopf, der Larynx, oder der Glottis, der Stimmritze, dann noch weitere Organe, die eine Rolle spielen. Der Kehldeckel, Epiglottis spielt keine Rolle. Der Rachenraum spielt schon mal vielleicht eine Rolle. Den kann man auch enger oder weiter machen. Ist nur in den Sprachen, mit denen wir es normalerweise zu tun haben, nicht so an der Punkt. Dann kommt das Zäpfchen, was Sie da sehen. Uvulum genannt, das Ende des weichen Gaumens oder Gaumensegels, Velum, ja, Gaumensegel, weil man das hin und her klappen kann. Ja. Spitze davon ist das Zäpfchen. Da kann man schon Dinge verändern. Weicher Gaumen steht da, Velum, manchmal auch Gaumensegel genannt, weil Velum eben auch Segel bedeutet. Ja, oder beziehungsweise, weil es so aussieht wie ein Segel. Dann kommt der harte Gaumen, Palatum. Und da kann man sehr viel machen mit der Zunge, auch beim Velum. Die Zunge kann man nach hinten bewegen und nach oben bewegen und dann verändert sich der Klang. Also dann ändert sich der Klang dieses Tons, den wir da bei dem mit den Stimmlippen hervorrufen. Ja, dann haben wir den Nasenraum und der Nasenraum kann beteiligt sein oder nicht. Mit Hilfe des Velums, des Zäpfchens, kann ich den Nasenraum abschließen oder nicht abschließen. Das hat wieder ähnliche evolutionäre Gründe wie die Glottis. Da geht es darum, dass nicht irgendwie, wenn wir was essen oder trinken, das in die Nase kommt und automatisch reflexartig der Nasenraum geschlossen. Also wenn Sie anfangen zu essen und im Mund was haben und dann schlucken, schließt sich automatisch der Zugang zur Nase und dann eben auch die Glottis. Aber wenn Sie sprechen, dann können Sie so Dinge durch die Nase und können Sie die Luft durch die Nase leiten oder nicht.
Bei manchen Lauten geht in die Luft durch die Nase. Mmh, zum Beispiel, sie schließen den Mund und die Luft fließt durch die Nase. Mmh. Also wieder das Geräusch dann mit den Stimmlippen. Und das kann durch den Mund gehen oder durch die Nase. Mmh. Ja. Dann haben sie die Zähne und hinter den Zähnen, was hier leider nicht eingezeichnet ist, das ist mir, habe ich übersehen. Also ich habe diese Zeichnung gemacht nach einer Vorlage aus dem Buch von Kohler, Politiker aus Tietz. Ich habe eine Erlaubnis geholt, ich habe eine Lagerliste da, und das hier noch was sind, um mich hier was zu fehlen. Also hinter den Zähnen ist noch so ein kleiner Hügel. Ein Damm, der heißt auch Zahndamm, da sind die Zähne angewachsen. Und wenn Sie da mit der Zunge lang gehen, merken Sie das, der ist auch noch wichtig. Dieser Zahndamm heißt auf medizinisch Alveolen, Alveolen im Plural, weil das eben medizinisch gesehen mehrere so kleine Höcker sind, die da nebeneinander sind. In jedem dieser Höcker ist die Wurzel von einem Zahn, einem Schneidezahn. Das sind die Alveolen und natürlich kann ich die Zunge da annähern oder sogar mit der Zunge einen Verschluss bilden. Da haben wir dann Verschluss. Und schließlich haben wir die Lippen, mit denen kann ich auch viel machen. Auch das sind nochmal wichtige Artikulatoren. Labium, die Lippe oder Labia im Plural. Und so. Dieser Ort, wenn da irgendwas gemacht wird, heißt dann auch labial. Ja, nicht zu verwechseln mit der Zunge, Lingua und Lingual, die eben auch oft beteiligt. Dann kann ich Engen bilden und Verschlüsse bilden und je nachdem klingt dann eben der Laut, also die Phonation klingt irgendwie anders. Also wie gesagt, mit diesen anatomischen Mitteln im Mund, die eben Artikulatoren heißen, kann ich eben die Phonation entsprechend verändern und dadurch unterschiedliche Laute hervorrufen. Und je nachdem, wie die Laute artikuliert werden, kann ich sie dann auch benennen. Insgesamt entsteht ein kontinuierlicher Klang, eine Lautkette. Lautkette nennt man das deshalb, weil man dann versucht, diese Tonabfolge, die man da so hört, oder die Klangfolge einzuteilen in einzelne Laute. Und man spricht dann von einer Verkettung der Laute, aber in Wirklichkeit ist das, was da entsteht, ein Kontinuum. Ja. Und hier haben Sie jetzt, oder ich gehe gleich zum nächsten, ist vielleicht besser. Hier haben Sie die Artikulatoren nochmal. Acht ist da die Glottis und wenn die Glottis irgendwo beteiligt ist, benutzt man das Adjektiv glottal. Glottal. Und viele Laute, also alle stimmhaften Laute sind irgendwie glottal, weil die Glottis beteiligt ist und dann lässt man das Adjektiv glottal auch weg. Das sind das werden Sie nicht so häufig hören. Außer bei einem Laut, nämlich dem glottalen Verschlusslaut. Denn wenn die Glottis ganz verschlossen wird, ist das natürlich besonders spektakulär. Und im Deutschen wird der glottale Verschlusslaut auch verwendet. Ja, da wird die Glottis plötzlich geöffnet, die Luft fängt an zu strömen. Da haben wir diesen seltsamen Laut, den glottalen Verschlusslaut. Und der wird im Deutschen halt häufig verwendet am Silbenanlaut, wenn eine Silbe mit Vokal beginnt. Das möchte man irgendwie nicht im Deutschen. Und dann wird halt dieser neutrale Verschlusslaut, manche sagen auch Kehlkopflaut oder Kehlkopfknacklaut und einfach nur Knacklaut davor gesetzt. Ne? Also wenn Sie ein Wort haben, was mit Vokal beginnt, das ist am eindeutigsten. Aber, da hören Sie diesen Knacklaut. Aber, ein, oder auch im Wort Inneren, verändern, oder Theater,
ja, zwischen E und A, Theater. Ja, Theater sagt man nicht. Ja, hier vielleicht schon. Also in Franken gibt es Sprecher, die können zwei Vokale hintereinander sprechen, ohne diesen Knacklaut, wie das übrigens auch in den romanischen Sprachen üblich ist. Also wenn Sie so einen Knacklaut sprechen sollten, ja, verändern, vereisen, im Gegensatz zu verreisen, oder aber ein, ja, dann tun Sie das nicht, wenn Sie romanische Sprachen sprechen. Ja. Also im Französischen, im Italienischen, im Spanischen, im Portugiesischen darf es solche Laute nicht geben. Ja. Also das ist dann für manche Sprecher schwierig. Also für mich, wie ja nun eher aus dem Norden Deutschlands, da ist das sehr, sehr schwer gewesen, mir diesen Knacklaut abzugewöhnen. Ja, aber wie gesagt, das ist wichtig, dass Sie diesen glottalen Verschlusslaut ablegen. Aber wenn Sie aus Süddeutschland kommen, machen Sie vielleicht gar keinen glottalen Verschlusslaut. Das ist eben ein Laut, der nicht überall in Deutschland existiert, der ja auch nicht geschrieben wird. Und der deshalb auch nicht verbindlich ist. Neuerdings wird dieser Knacklaut ja gerne verwendet für das sogenannte Gendern, wo dann gesagt wird, ja, müssen von den BürgerInnen sprechen. Diese seltsame Form ist eben seltsam, weil der Akzent nach hinten verschoben wird. Das sage ich ja BürgerInnen bei den weiblichen Vertretern und jetzt eben BürgerInnen, also Akzent nach hinten und eben dieser glottale Verschlusslaut wird dann verwendet. Ist nicht sehr barrierefrei, weil es eben gerade in Süddeutschland Sprecher gibt, die diesen Laut nicht kennen und dann auch nicht bilden können. Wenn man das nicht muttersprachlich gelernt hat, ist das sehr schwer. Und das ist natürlich dann ein Handicap. Deshalb ist diese Form des Sprechens nicht sehr barrierefrei. Ja, so viel zum glottalen Verschlusssatz. Jetzt habe ich hier bei 8 angefangen, aber die Idee ist ja, von unten nach oben vorzugehen. Dann haben wir bei 7 das Zäpfchen. Das wir zum Beispiel im Deutschen für das R brauchen. Regen, Regen. Oder das Zäpfchen so ein bisschen in Schwingungen versetzt, wieder mit dem schon bekannten Bernoulli-Effekt. Das geht nämlich auch da. Ja, überall, wo Verschlüsse gebildet werden können, kann man auch Vibrationen erzeugen. Dann haben wir ein uvulares R. Ja, dann haben wir das Velum. Und wenn da was passiert, spricht man von velar. Also Laute, die dort gebildet werden, sind velar. Und kann zum Beispiel die Zunge an den weichen Gaumen schieben, ganz verschließen. Dann haben wir G, ne, stimmhaft G. Bewegen sich die Stimmlippen. Ohne Bewegung der Stimmlippen. K, k. Und das sind eben velare Laute. Oder genau genommen sind die dorsovelar. Dorsum ist der Rücken und das ist der Zungenrücken, der daran geschoben wird. Aber es ist immer die Zunge und der andere Artikulator. Dann sagt man der Einfachheit halber nur velar. Denn die andere Seite muss dann die Zunge sein. Also der velare Bereich bei 6, bisschen weiter hinten ist der velare Bereich hier, das sehe ich gerade. Die 6 ist ein bisschen weit vorne. Denken Sie sich die so ein bisschen da in den Knick rein. Also ich artikuliere das weiter hinten. Könnte sein, dass das von Sprache zu Sprache ein bisschen unterschiedlich ist. Wir werden das gleich noch sehen. 5 palatale harte Gaumen, ne, da kann ich auch wieder den Zungenrücken drunter schieben. Da werden jetzt im Deutschen keine Verschlusslaute gebildet, obwohl das möglich wäre. Che, che, an je, da werden solche Verschlusslaute. Im Ungarischen gibt es das. Manche sprechen das Italienische, bilden da einen Laut. Aber palatale Verschlusslaut, also wenn man Verschluss bildet am Palatum, sind schon nicht so verbreitet, aber man kann da schön so eine Enge bilden und die Luft durchströmen lassen. Da haben Sie einen Laut, den Sie aus dem Deutschen kennen.
wird eine Enge gebildet zwischen dem Zungenrücken, Dorsum, und dem Palatum, also ein palataler Laut oder genau genommen ein dorsopalataler Laut. Und da hören wir dann was. Ja, dann haben wir den postalveolaren Bereich hinter den Alveolen. Da kann ich einen Verschluss bilden und dann kriege ich sowas wie Sch oder stimmhaft Sch. Das ist postalveolar. Und alveolar am Zahnbaum kann ich auch wieder Verschlüsse bilden oder Engen bilden. Verschluss T, D und Enge S. Das ist alveolar. Und da gibt es leichte Unterschiede. Im Deutschen machen wir das weiter hinten, im Französischen etwas weiter vorne, im Spanischen hängt es vom Laut ab. Das spanische S, wissen Sie, es wird weiter hinten artikuliert. Manchmal, also im europäischen Spanisch steht dem der ein dentaler Laut gegenüber, den wir aus dem Englischen kennen. Im Deutschen haben wir sowas nicht. Also, wo wir die Zungenspitze an die Zähne schieben. Aber wir können die Unterlippe an die Zähne schieben. Da haben wir dann sogenannte labiodentale Laute. Und dann haben wir bilabiale Laute, wo wir beide Lippen gegeneinander schieben und dann schließen auch P, B. Ja. Im Englischen und Französischen haben wir da noch so einen Laut, wo eine Lippenrundung eine Rolle spielt. Und das ist auch bilabial. So, jetzt haben wir diese seltsamen Wörter alle abgehandelt. Und Sie sehen schon, man kann also da beschreiben, wie die Laute gebildet werden. Und man nennt diese einzelnen Punkte hier eben Artikulationsstellen, weil eben an diesen Stellen irgendwie was passiert, wenn man Laute bildet. Manchmal wird auch gesagt Artikulationsort, aber Artikulationsstelle ist besser, weil es nachher, wenn wir das sehen, einen anderen Terminus gibt, die Artikulationsart und Ort und Art, das ist so ähnlich. Deshalb sagt man Artikulationsstelle und Artikulationsart. Ja, kommen wir jetzt zu den Vokalen. Die Vokale werden gebildet, indem eben die Zunge entsprechend verschoben wird und manchmal werden auch die Lippen gerundet bei den hinteren Vokalen. Und da haben Sie die ungefähre Zungenstellung bei den einzelnen Vokalen hier abgebildet durch so ein Dreieck. Und die Zunge geht weit hoch, nähert sich dem harten Gaumen, Palatum Nummer 5. Und haben I. Und wenn Sie etwas runtergehen mit der Zunge, wird aus dem I ein E. Wenn Sie noch weiter runtergehen, ein Ä. Das ist in Epsilon geschrieben. Und wenn Sie noch weiter runtergehen mit der Zunge, also den Mund maximal aufmachen, haben wir A. A. Ja, jetzt können Sie die Zunge nach hinten verschieben, müssen aber gleichzeitig die Lippen runden, dann haben Sie auch, wenn Sie die Zunge weiter hochschieben, bei gerundeten Lippen, O, und wenn Sie die noch weiter nach hinten schieben, zum Velum jetzt, U. Da haben wir dann also die Vokale und die sind irgendwie in so einem Dreieck und deshalb haben wir hier das sogenannte Vokaldreieck, was tatsächlich ungefähr abbildet, wie die Zunge steht. Und man spricht dann eben von geschlossenen Vokalen, das sind I und U, und einem offenen Vokal A. Und dazwischen sagt man halb geschlossen, halb offen und hinten auch nochmal halb geschlossen O, halb offen O. Und das offene O, O, wird dann wie so ein ja, O mit einem kleiner Öffnung links geschrieben. Ein umgekehrtes C. So. Wenn wir jetzt noch mehr Vokale hinzunehmen, dann ist das nicht mehr ein Dreieck, sondern eher ein Trapez. Hier haben Sie so eine Darstellung der Laute.
vorne, hinten und dann eben geschlossen, halb offen und offen. Hier sind die englischen Bezeichnungen verwendet worden. Close mit, ist komisch. Aber denken Sie, die Deutschen stehen hier drunter. Geschlossen, fast geschlossen, halb geschlossen, Mitte, halb offen, fast offen und offen. Ja, und dann eben vorn, zentral und hinten. Near front ist dann fast vorn und near back fast hinten. Das sind so ein paar Laute, die man in so exotischen Sprachen braucht wie Deutsch. Das Deutsche also fast geschlossene Laute. Im Gegensatz zu den geschlossenen. Wenn Sie Miete haben, haben Sie ein geschlossenes I. Und wenn Sie Mitte haben, haben Sie ein fast geschlossenes I. Und wenn Sie Mut haben, Sie haben ein geschlossenes U. Und wenn Sie Mutter haben, U. Und Mutter ist das nur fast geschlossen. Und das Deutsche ist da ein bisschen vielfältig, was die Laute hat. So, ich sagte vorhin, die hinteren Vokale sind fast immer gerundet. U, O, O. Wir haben im Englischen ungerundetes O, A. Und das ist dieses. Ich habe ja immer gedacht. Wieso höre ich so laut? Das Englische. Und im Deutschen, Japanischen zum Beispiel, haben wir ein ungerundetes U. Das ist ja seltsam. Das dürfte es eigentlich nicht geben. Man weiß nicht genau, warum es das im Japanischen gibt. Denn wenn man sich alle Sprachen der Welt anschaut, über die wir Dokumentationen haben, also ungefähr 6000 Sprachen, na gut, nicht alle sind wirklich ausführlich genug dokumentiert. Also wenn wir sicher sein wollen, sagen wir mal so 3.000 bis 4.000 Sprachen, dann weiß man relativ gut Bescheid über alle Einzelheiten der Phonetik, dann gibt es mindestens, also wenn wir ein minimales phonetisches System haben, immer hier unten einen Laut. Also ein A, das ist das, was Sie hier, vordere Variante A und hintere Variante O. Und wir haben hier oben mindestens immer I und U. Und das Japanische ist dann die Ausnahme, da gibt es kein U, sondern ungerundetes U, U, U. Und das kann man sich nicht erklären. Das muss einen kulturellen Grund haben, weil das so eine Ausnahme ist. Möglicherweise gab es da mal ein Tabu, dass man irgendwie gesagt hat, nicht die Lippen runden, ist unschön. Ne? Und dann wurden die Lippen halt nicht gerundet und dadurch ist das U vielleicht entrundet worden. So kann man sich das vielleicht vorstellen. So, im Deutschen und im Französischen haben wir auch noch vordere gerundete Vokale. Ja, die sind vorne, aber gerundet. Ja, also, wenn ich das runde, wird daraus ein Ü. Deshalb würde ich das I auch nicht wie U schreiben mit zwei Punkten drauf. Das ist völlig blödsinnig. Ja, also wenn man das vernünftig schreiben würde für die nächste Rechtschreibreform, bitte vormerken, I mit zwei Punkten für das Ü und E mit zwei Punkten für das Ö. Und hätten wir dann hier noch das offene, vordere, der offene, vordere, gerundete, nämlich halb offen, vorne, gerundete. Ja. Halb offen und offen ist dann A. Das gibt's nicht. Hier haben wir noch fürs Englische noch so fast offen das E. Ja, fürs Deutsche und fürs Französische sehr wichtig ist noch dieser Laut. Der ist ganz in der Mitte, also Mitte und Zentral. Mitte Zentrallaut. Und manchmal sagt man auch nur Zentrallaut. Das ist Ö. Und da dieser Laut in manchen Sprachen, wie dem Deutschen und dem Französischen, so wichtig ist, der hat noch einen traditionellen eigenen Namen. Er heißt nämlich Schwa. Schwa. Das kommt aus dem Hebräischen. Das ist eigentlich ein hebräischer Laut, ein ganz anderer, als ich ihn hier drin bin. Aber das ist die Bezeichnung von diesem Ö. Und in Hautschrift wird das irgendwie so ein umgekehrtes E geschrieben. Allerdings so umgekehrt, nicht anders. Könnte das E ja noch anders umdrehen. Also so einmal umgedreht. Das ist dieser Hautschwar. Auf Französisch heißt der genauso geschrieben, aber Le Schwar, Le Schwar.
Also etwas anders ausgesprochen. Schwa und le, nicht la. Ja, gut. Ja. Und dann haben wir noch einen zentralen oberen Vokal, den wir für die romanischen Sprachen praktisch nicht verwenden, außer im Rumänischen. Also falls Sie Rumänisch lernen, werden Sie mit dem zu tun haben. Also ein zentralisiertes I, wenn Sie so wollen. Ein geschlossener Vokal, der aber zentral ist. Und die Zunge wird da so zwischen Palatum und Velum an den nach oben geschoben. Genau. Ja. Das ist sehr exotisch. Das Rumänische hat das. Naja, so exotisch auch nicht. Die slawischen Sprachen haben das. Und das Rumänische hat diesen Laut möglicherweise aus slawischen Sprachen. So. Ja, ich glaube, wir haben sie alle. Alle Laute, die hier drauf sind. Ja. Warum I, U, A? Das kann man sich leicht vorstellen. Die bilden einen maximalen Kontrast. Nach vorne I, nach hinten U, dann immer zusätzlich noch durch die Lippenrundung. Und A, Mund auf. A ist natürlich ein sehr leichter Laut. A ist auch so ziemlich der erste, den deine Babys von geben, wenn du ihn ausleihen, dann ist das immer irgendwie A-artig. Mund auf, das geht halt einfach. Und Mund zu, geht auch einfach. Du musst die Luft nur irgendwo hin. Das heißt, sie geht dann meistens durch die Nase. Und dann haben wir und wenn man jetzt anfängt, mit den lauten Kombinationen zu machen, na, dann ist natürlich die beste Kombination zwischen Mund auf und Mund zu die Kombination, also M und A, ma, 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 ma. Das ist also die erste Silbe, die man so als Baby lernt. Ja, und da sind die Müttermeister bei und denken, sie seien gemeint. Und deshalb ist in fast allen Sprachen der Welt das Wort, oder gibt es ein Wort für Mutter, das Mama heißt. Ne? Mama. Ja, die Väter kommen dann meistens sehr später dazu, da kann das Baby dann schon mehr. Und deshalb heißen die Väter dann Baba oder Dada. Ja, das sind dann schon kompliziertere Prozesse als Mund auf und Mund zu. Denn wie gesagt, wenn der Mund zu ist, muss die Luft irgendwo hin. Und da senkt sich dann reflexartig das Zäpfchen, das Velum. Und die Luft kann durch die Nase stürmen, deshalb Mama. Und das ist in der Tat der Grund, warum eben in praktisch allen Sprachen Mama Mutter bedeutet. Weil die Mutter eben doch so den ersten Kontakt zum Kind hat, schon aus Geburts- und Ernährungsgründen. Und dann wird schnell zwischen Baby und Mutter ausgehandelt, dass Mama die Mutter ist. Ja. Gut. Dann kommen wir zu diesem seltsamen Bild. Hier haben Sie eine Zeitachse und da haben Sie Frequenzen. Und das ist nur die Darstellung, die akustische Darstellung bestimmter Laute. Wir haben hier I, U, O. Entschuldigung, nicht O, sondern A. I, U, A. Und wie Sie sich verdenken können, wenn der Mund aufgeht, dann sind da möglichst viele Frequenzen beteiligt. Und interessanterweise ist beim Ego am wenigsten zu sehen. Ja, so ein bisschen schon. Die Frequenzen kommen vor. Die artikulierten Laute sind immer ein ganzer Bündel von Frequenzen. Die man hier sieht, je dunkler es ist, umso mehr treten diese Frequenzen zutage. Und dann spricht man von sogenannten Formanten, die den Laut akustisch repräsentieren. Der unterste Formant ist der Formant 1. Und Sie sehen, beim I ist relativ tief. Beim A ist etwas höher. Und dann kommt der Formant 2. Der ist beim I sehr weit weg vom Formant 1. Hier ist der jeweils immer sehr nah
Aber hier ist der Vormann weniger deutlich. Hier ist das fast so ineinander übernommen. Ah. Dann spricht man auch von Vormann 3. Das ist dann der nächste. Der ist jetzt hier nicht mehr angezeigt. Aber dann sehen Sie, oh, das wäre dann dieser. Und hier ist der Vormann 3. Wie ich, also praktisch nicht sichtbar. War nämlich schon hier. Ja, das Verhältnis der einzelnen Formanten zueinander, da kann man auch wieder so eine Klassifikation vornehmen, die auch wieder ein Dreieck ergibt, wie bei der Artikulation. Ja, bei I, ja, will ich hier was machen und hier bei A kommt das dann zusammen. Oh nee, hier kommt ein bisschen das Dreieck. Das liegt dann, das geht dann nicht von oben nach unten, sondern von links nach rechts. So. Kommen wir zu den Konsonanten und hier sehen Sie nochmal das System. Das ist jetzt eine Tabelle des internationalen, von der Internationalen Phonetischen Gesellschaft, International Phonetic Society, Association oder Association de Phonétique Internationale auf Französisch. Nee. Gesellschaft hat sich ursprünglich auf Französisch benannt, obwohl die in Großbritannien gegründet wurde. Aber wenn man international sein wollte im 19. Jahrhundert, dann war Französisch die internationale Sprache und nicht Englisch. Und deshalb wollten die unbedingt einen französischen Namen haben. Heute ist es anders. Heute ist man international, wenn man Englisch spricht oder glaubt es zumindest zu sein. Und man glaubt, Englisch zu sprechen. Ja. Und deshalb jetzt International Phonetic Association oder IPA. Und dieses Alphabet heißt es dann auch IPA, was ja auch IPA haben wir da auch. Aber hier steht auch Topic Arrive 2018 IPA, International Phonetic Association. Und die Tabelle wird jetzt veröffentlicht. Es gibt eine neue von 2022. Ich habe aber meine Folien da nicht angepasst, weil das genauso aussieht, was die Konsumenten haben. Das ist ja dann sinnlos, da irgendwie was zu verbessern. Die Ausnahme ist da. Ja, und diese Tabelle ist so aufgebaut, dass sie hier oben die Artikulationsorte haben und Artikulationsstellen, ist ja besser Stellen zu sagen. Auf Englisch steht das da jetzt, aber die deutschen Wörter sind ja fast genauso. Bilabial, labiodental, dental, alveolar, postalveolar, retroflex, palatal, velar, uvular, pharyngal, glottal. Glottal kennen Sie, uvular kennen Sie, pharyngal kennen Sie nicht. Da geht es um den Rachen, da kann man auch noch ein bisschen mit Muskeln arbeiten. Braucht man für bestimmte Varietäten des Arabischen. Uvulamina palatal kennen wir. Retroflex hatte ich ihn nicht genannt. Da geht es darum, dass die Zunge meine Annäherung an den postalveolaren oder alveolaren Bereich zurückgedreht wird, also nach hinten geschlagen wird. Das ist auch exotisch, aber da gibt es einige Laute in einigen Sprachen, die man braucht. Also es gibt ja wenigstens einen unter Ihnen, der Italienisch macht. Weiß ich das? Ist halt nicht da. Na, also wenn man sich mit Italienisch beschäftigt und dann irgendwann tapp kommt mit Italienisch hier. Zum Beispiel im Sizilianischen oder auch im Sardischen, das aus eigenen Sprachen gilt, dann ist das falls Sie wissen, dann haben Sie auch Retroflexe. Schön aus Sprachschrift, Weltblut, und da sehen Sie, nach dem E, bleibt die Zunge nach hinten und wird das Reproflex. Das ist ja genau genommen dieser Laut. Ja. So, die anderen haben Sie alle schon kennen. Ja. Interessant sind die dunklen Felder, die zeigen nämlich an, welche Laute unmöglich sind. Die kann man nicht artikulieren. Also diese shaded areas, die not articulations,
Judge Boston. Nicht Dr. Meller. Die Zeichen lauten in meinem Leben gegangen, aber nicht alle gibt es Zeichen, weil man irgendwie glaubt, dass ich noch nicht in Ohnmacht hat. Dann fehlt auch ein Zeichen. So, das heißt nicht, dass es sie vielleicht nicht doch gibt. Oder man, wenn Sie sich die Entwicklung des politischen Alphabets anschauen, haben wir fast immer, also zwischen 2018 und 2022 kamen an dieser Stelle keine Laute dazu. Ich hoffe, ich sage nicht Schuss, nein, wirklich. Aber wenn Sie weiter zurückgehen, sehen Sie, dass immer wieder Laute dazukommen, weil neue Sprachen geschrieben werden und weil man sich feststellt, dass einige der weißen Flächen noch gefüllt werden müssen. Genau. Also oben die Artikulationsworte und hier in den Zeilen haben Sie immer die Artikulationsarten. Also wie wird artikuliert? Also wird ein vollständiger Verschluss gebildet. Das ist in den ersten beiden Zeilen der Fall. Bei den Nasalen strömt die Luft durch die Nase. Aber bei den Plosiven oder Explosiven, da geht das nicht. Da haben wir so einen Effekt, dass es wie so eine Explosion klingt, da der Name Plosive oder Explosive, der Phonetiker, der sich diese Namen ausgedacht hat, das war ein Deutscher, war es Gregor Lübers, bei Big Bang Hamburg, da hat er trainiert, kennen wir vielleicht direkt da an der Universität, wie Sie was erleben, ist noch nicht benannt. Nein, der hat gesagt, es sind so Explosionen wie eine Explosion. Die französischen Politiker haben das von der Support übernommen, haben gesagt, ja, explosiv, weißt du, explosiv, Entschuldigung. Nur die Briten haben, die englischen Politiker, die waren sehr stark im 19. Jahrhundert. Wie gesagt, diese Gesellschaft ist in Großbritannien unter einem französischen Namen gebildet worden. Und Phonetik war in Großbritannien sehr wichtig. Das war ja im 19. Jahrhundert eine wichtige Kolonialmacht. Man musste sich mit ganz exotischen Sprachen beschäftigen. Und da sollte halt die Aussprache entsprechend passen. Das Englische selber ist auch phonetisch anspruchsvoll. Wollte man auch vermitteln überall in der Welt. Und da hat man sich eben viele Gedanken gemacht um Phonetik. Ja, kann man sich explosive nennen, aber explosive auch schon weggeschaut ist. Also hat man dann im Englischen den Term explosive eingeführt, wie Sie hier auch sehen in der Tabelle. Und da man in Deutschland sich immer gerne an England, an Amerika eigentlich mehr, aber eben an der englischen Sprache orientiert, sagen jetzt viele Phonetiker auf Deutsch auch Plosivlaute oder Plosive, ja, weil das irgendwie schicker ist als explosiv. Okay, also Plosivlaute, bleiben wir mal dabei, Nasale, ja, dann die überspringen wir gerade mal. Frikative, was ist bei den Frikativen? Ja, Frikative, das sind eben diese Laute, wo sich die Zunge an den oberen Artikulator nur annähert und dann, oder auch die Lippen nähern sich an, ne, Lippen an Zähne, und dann die Luft durchströmt und es gibt so ein zischendes Geräusch, ne, oder reibendes Geräusch, deshalb Frikativ, das ist das lateinische Wort für reiben, Reibelaute heißen die dann auch auf Deutsch. Und da sehen Sie schon, hier in der Tabelle ist immer stimmlos, stimmhaft, also stimmlos, stimmhaft und hier eben auch stimmlos, stimmhaft. Und ob ein Laut stimmlos ist oder stimmhaft, ist auch eine Frage der Artikulationsart. Und da haben wir jetzt stimmlos, stimmhaft. Also stimmhaft heißt mit Phonation, also mit Schwingung der Stimme. Und wenn die Luft einfach nur so strömt durch die Stimmlippen ohne Schwingung, dann sind diese Laute stimmlos. Das ist stimmlos. Ja, und natürlich kann ich auch so eine Reibung erzeugen mit den beiden Lippen. Ich kann aber dieser Laut oder also wer Spanisch macht, wird das kennen. Im Spanischen dieser Laut, ja, mit mir aus der Lippen.
gewinnen und dann eben stimmhaft ist, stimmhaft als Milan. Und wenn Sie aus Norddeutschland kommen, dann wird Ihnen dieser Laut auch nicht ganz unbekannt sein. Norddeutsche oder norddeutsche Sprecher des Deutschen neigen dazu, Stach, Schwester, Schwester zu sagen. Schwester. Ja, wie so ein Milan-Lagen. Ja, Standarddeutsch wäre. Nun, der zweite Laut wäre ein F. Also, der erste Laut. Da haben wir ihn. Der zweite Laut. Schwester, Schwester. Und in Norddeutschland sagt man Schwester, Schwester. Ja, also, da ist das irgendwie ein bilabiale Frikette. Lassen Sie nicht durch die Schreibung. Verwirren, da macht man ein W, warum auch immer. Ja, aber niemand spricht ja ein W. Also, es ist niemals dieser stimmhafte Laut. Also nur wenn sie Lehrer sind und ganz deutlich sprechen, Schwester, Schwester. Das klingt aber schon komisch, Schwester, Schwester. Normalerweise eben so, Standarddeutsch und so, Norddeutsch. Ja, dann haben wir eine mentale Frikative, die kennen Sie vielleicht aus dem Englischen oder aus dem Spanischen. Madrid, hinten. Und Fena aus Spanien. Und dann haben wir die stimmhafte Variante. Da drin. Auch vorne. Noch. Aber meistens war die Edelfrequenz, nur zwischen Vokalen ausgesprochen. Ist im Englischen kennen Sie das auch. With zum Beispiel. With. Mit. The. Artikel im Englischen. Dann. Wo ist der stimmhafte dentale Frequenz? So, die alveolaren Frikative, die auch manchmal dentoalveolar heißen, je nachdem, ob sie weiter vorne oder weniger weiter vorne artikuliert werden. Stimme und postalveolar. Und j. Oh, wir auch im Deutschen Schnee. Und Journalist, Journalist. Ja. Retroflexe. Kennen wir nicht in unseren Sprachen, mit denen wir üblicherweise zu tun haben. Anatal hatte ich schon mal genannt. Ja, in Kindchen oder Kirche. Das ist ein Laut. Die stimmhafte Variante. Je. Wie? Gibt es auf Deutsch nicht und auch sonst in romanischen Sprachen nicht. Dann haben wir uvulare, Frikative. Kennen Sie aus dem Rheinländischen Sport, Sport. Oh, das ist eine stimmlose Variante. Sport. Oder auch mein Vorname, Mach. Martin, als ich zwischen dir nach Köln kam, hieß ich dann plötzlich Martin. Ja, also W-Laber Frikativ. Uvular Frikativ. Ach, hab den W-Laber vergessen. Ah, den gibt's dann eben auch. Naja, da habe ich übersprungen. Entschuldigung, sehen auch sehr ähnlich. Also, haben wir hier und dann haben wir in Ach. Ach, ich, von der Kirche. Ach, Bach. Panata, Lehre. Hohe Stimme, den kennen Sie dann in Spanisch, Sprecher, Arrio, Amigo. So, Uvular noch weiter hin. Das ist eben Sport, auf Deutsch Sport. Ne? Und nicht Ach und Ach. Ach, Ach, Sport. Eigentlich Sport, Sport. Sport. Oder das R. Das gibt es im Deutschen auch, also stimmhafte uvulare Frikativ, obwohl das im Deutschen auch oft vibriert ist im Silbenanlauf. Also ich kann raus, damit wirbelt. Aber Frikativ, richtig, da ist das Frikativ, richtig. Anlauf, im Deutschen,
Das war nicht irgendwie mal, wenn man auf die Strecke nimmt, dann ist man schon die Affirmationenspitze, Ranten, Ranten, und das ist ja ein Riesenlauch. Aber sonst ist häufig hier der, das verbreitete R in Deutschen und manchmal eben auch vibrierend, vibrierend und hier verwendet. Ja, das französische R ist meistens. So, was sage ich dann? Brauchen wir nicht? Wenn ich mir nicht so gut will, so, ich nehme mal stimmlos. Der glottale Verschlusslaut, den brauchen wir im Deutschen, aber nicht in der romanischen Sprache. Dann haben wir hier noch einen glottalen Fricativ. Da ging man den aber auch noch stimmen. Achso, das war ja eine Stimme auf der Hölle. Ja, ich stehe bloß. Stimmlos. Möglicherweise braucht man den im Deutschen. In der romanischen Sprache braucht man den nicht. Ah, doch, im Rumänischen. Möglicherweise kommt der im Deutschen vor. Im Deutschen, ich bin kein Germanist und die Germanisten werden mich jetzt bestimmt steinigen wollen. Aber ich glaube, dass im Deutschen das, was wir H schreiben, was ganz anderes ist. Ist nämlich das, was danach kommt, der Vokal, nur komisch Innenleben. Gibt es Untersuchungen dazu, wo man natürlich so kleine Kameras, die Zungensperre untersucht hat und feststellt, dass wenn jemand H sagt, also das H, das H, dann am Anfang einfach die Artikulation genauso ein bisschen in der Mitte drin, H. Und beim H, dann muss man die Stimmengebung perfekt weglassen, also mal sagen. A, aber auch eine Stimmengebung. H, und dann noch eine Stimmengebung. H. Das heißt also, wir haben eine Stimmengebung mit einem Kamera gegeben. Nicht eine Schriftgleichheit mit lateralen Lauten. Das ist schwer zu unterscheiden. Aber wenn Sie genau darauf achten, es gibt Sprachen, die haben hier tatsächlich einen hörbaren Frikativ. Im Türkischen zum Beispiel, also Türkisch mit Deutsch vergleichen. Wie wir von der türkischen Pizza sprechen und Lahmacun sagen, da haben Sie Lach, Hala, Hala. Da ist ein wirklich ein stimmloser Frikativ zu haben. Und im Deutschen würden wir das nicht. Wir würden da Lahmacun sagen und das A vielleicht ein bisschen längen, aber da ist keine Reibung zu hören. Und wie gesagt, auch wenn man so Sonagramme macht, ist das schwierig mit dem H. Also der Status hier im Deutschen ist schwierig. Die meisten Germanisten sagen, das ist ein Laut. Ich will die nicht belehren. Sie sollen da in ihrem Glauben verharren. Aber richtig bewiesen ist es nicht. So, dann wird es ein bisschen exotischer. Ich habe schon gesagt, wir haben da was übersprungen. Nämlich, das ist wieder der besagte Bernoulli-Effekt. Denn wenn ich Artikulatoren nähere, ganz nah mache, also eine ganz schmale Ritze, dann Luft durchströmen lassen, dann bitte wieder die Vibration. Das kann ich ja mit den Zäpfchen machen. Das kann ich mit der Zungenspitze machen. Das kann ich leider nicht so gut. Bei mir bricht die Zungenspitze. Ich kann es auch mit den Lippen machen. Ich habe vorhin schon versucht vorzumachen, das wäre nicht so gelungen. Also auch da, das ist dann dieser Lauf. Das sind sogenannte Vibranten. Auf Englisch heißen sie Trill. Dann sagen dann manche deutsche Phonetiker, die Trill-Laute. Aber das richtig deutsche Wort ist Vibrant. Das ist auch wieder ein altes. Das sagt mir Eduard Siebert, glaube ich zumindest. Das habe ich jetzt nicht überprüft, aber ich gehe mal davon aus. Ja, Vibranten. Und hier haben wir mehrere Vibrationen. Deshalb heißen sie auch Multivibranten auf Deutsch. Multivibranten. Und dann besteht die Möglichkeit, dass man die Vibration nur einmal macht.
Da haben wir sogenannte Monophthongs. Und die sind in der nächsten Zeile auf Englisch, heißt nämlich tap oder flap. Und tap oder flap. Monovibranten. Für die romanischen Sprachen brauchen sie diesen hier fürs Sparen. Ne? An die Alveolen, sich den Alveolen lehrt. So ein bisschen wie D, aber man kennt es jetzt. Das ist der Monovibrant. Im Spanisch haben wir den Multivibrant, der Hund, wo die Zungen spitze mehrfach. Einmal vibriert, mehrfach. Genau. Labiodental gibt es auch noch mal sowas, ganz exotisch. Ich weiß jetzt gar nicht, in welcher Sprache der vorkommt. Und dann gibt es noch sowas Retroflexes. Da kommen dann die Anglisten ins Spiel. Aufs Englische, ja, das ist möglicherweise Retroflex. Da gibt es aber auch eigentlich gar nicht, wie das genau artikuliert wird. Das hängt natürlich immer davon ab, welches Englische wird gesagt. Wow, das ist das sogenannte rotische Englisch. Und das ist weniger rotisch, sondern das ist gar keine Konsonanz zu verändern. Also, ich würde sagen, on the fourth floor, wann ist das hin? Bist du rotisch? Fourth floor, ne? Und weniger rotisch zum fourth floor, wo man aber kein Internet mehr hat. Ja. Gut. Jetzt gehe ich dann gleich in die letzte Zeile. Damit die Zeit ich erstmal was schaffen. Da haben wir noch was ganz Besonderes. Also wir jetzt im Bereich der sogenannten Approximanten, weil den Approximanten nähern die Artikulatoren nur an, aber nicht so weit, dass eine Enge gebildet wird, wie bei den Frikativen, oder ein Verschluss, wie bei Plosiven und Nasalen. Also nur eine Approximation, das ist ein Approximant, eine Annäherung. Wobei der Name nicht so ganz stimmt, denn beim L bildet sich tatsächlich der gleiche Verschluss wie bei N und T. Das Ding ist jetzt nur, die Lungenkanal der Krümmen bei einer Seite eröffnen. L ist sowieso 5 Dezibel an der Luft vom Luftströmen der Seite. Deshalb heißt dieser Laut am Laternal, das ist diese Laternal-Luftstrom. So. Genau. Ja, und dann gibt es noch andere Approximanten. Also bleiben wir mal in der Italien, wo wir schon mal dabei sind. Für Sprecher des Italienischen und des Spanischen machen wir noch diesen. Wo viele Sprecher des Spanischen den verändern. Zudem. Das ist ein sogenanntes palatales L. Ja, also nicht so genannt. Das ist immer einfach der Artikulationsort. Und das ist dann je. Auf Italienisch je L geschrieben, auf Spanisch Doppel-L geschrieben. Und das Doppel-L geschriebene wird mit vielen Varietäten des Spanischen von so einem sogenannten Halbvokal, verschiebt sich also von hier nach da. Und also die Stelle, das wird nochmal die beiden Begriffe, Organ, aber die Artikulation A ändert sich. Ja, also laterale Element, die Wirkung von Fehler. Zur Erklärung, dieses Zeichen ist ein umgedrehtes Y. Nur falls irgendjemand erzählt, das war ein Lambda. Es ist kein Lambda. Nach Lambda geht die Spitze in die andere Richtung. Es ist tatsächlich ein umgekehrtes Y. Das ist nicht viele Leute bemerken. Und? Also das ist das Zeichen für das palatale L. Das umgekehrtes Y. Und das können Sie leicht sehen. Ja, das drehen Sie einfach. Geht das so auf. Und das Lambda. Sitzung. Also nicht verwechseln. Mit dem umgekehrten R gibt es in der Tat Probleme, weil es manche Schriftarten gibt auf dem Computer, da fehlt das umgekehrte R anders umgedreht ist. Das müssen wir dann einfach mal hinlegen. Aber ansonsten kommt schon drauf an, wie diese Dinge sich, ja, wie die Dinge
ja, standardisiert sind. Das ist nun mal das Palatale L. Ja. Und ja, das ist Y. Man denkt ja auch dran, dieses der mehrere explosiv stimmhafte Variante sieht immer so aus wie so eine 9. Es gibt manche Schriftarten, die machen den Buchstaben G anders. Ja? Aber das, der, das Zeichen für eine Maus ist immer so. Mit hier und dem Schwänzchen. Das muss man auch auf dem Schirm haben. Und diese phonetischen Zeichen sind natürlich dann auf dem Computer auch immer Sonderzeichen. Also nicht einfach, nehmen Sie nicht einfach die Buchstaben, wie Sie sonst benutzen, sondern wählen Sie die richtigen Sonderzeichen. Ja, es gibt noch mehr Laterale, wir haben schon französische Dialekte. So ähnlich wie, aber Zunge nach hinten klappt auch. Das wird dann so ein bisschen voller. Und man kann auch im Velatenbereich eine L bilden. Das brauchen wir auch nochmal katalanisch. Sprich, das ist so, so, oder man in der Köln kommt. So, fern, genau. Am nächsten Mal haben wir das L, also ein L, wo der Zungenrücken, das ist auch so, ans Velum geht. Das ist jetzt noch so. Da Papierchen, die L, da Papierchen artikuliert. So, ganz kurz will ich schon im Vorübergehen auf diesen Laut eigentlich ein Halbvokal, palataler Halbvokal, entspricht dem Vokal I, aber ist ein Konsonant. Deshalb heißt er auch auf Französisch semi-consonant, was viel besser ist. Konsonant. Aber auf Deutsch hat man üblicherweise Halbvokal, obwohl natürlich das Wort Halbkonsonant auch möglich wäre. Das ist, entspricht dem I, ist ein Yin. Yin. Gibt noch mehr Halbvokale. Die Sie hier in der Tabelle sehen, sind eher exotisch. Genauer Halbvokal. Ur. Logisch. Es gibt einen, der sehr verbreitet ist, den war so im Französischen, und im Englischen, der wird so transkribiert. Und der fehlt in der Tabelle. Warum fehlt der in der Tabelle? Ja, den kann man nicht so einfach darstellen. Weil wir da zwei Artikulationen brauchen. Denn das U, dem dieser Laut entspricht, wird ja velar gebildet und mit Lippenrunde. Das heißt, wenn wir da jetzt einen Halbvokal hätten, einen Konsonanten, können wir nicht einfach mal velar einordnen, sondern er ist auch noch bilabial. Das heißt, wir müssen zweimal einordnen. Und das kann die Logik dieser Tabelle. Deshalb kommt der dann oder später, wenn wir jetzt sind einige Laute, die man herbeiprobiert, mit an zwei Schwellen gleichzeitig, mehrere Artikulatoren gleichzeitig beschäftigt. Im Grunde ist das natürlich auch der Fall bei den Stimmhaften, weil die eben nicht nur ab Velum gebildet werden, sondern eben auch noch die Intervention der Stimmritzen an den Notaren, wenn man so will. Das nennt man Stimme. Die sind also auch quite good. Aber diese Geschichte hier mit dem Velaren-Halbvokal, die ist dann schwierig, gehen wir da nicht unter. Aber eben, also, oder man schreibt den zweimal hin, das sieht man auch in einigen Tabellen, dann ist er hier und hier, aber, hier. Und das ist aber verwendet. Das ist die ungerundete Variante, dazu, die ist natürlich exotisch. Dann haben wir hier noch Approximanten. Da wird eben die Zungenspitze an die Richtung Alveolen angehoben, haben wir sowas wie das ist dieser Laut. Und hier ist der Begriff. Varianten des englischen Rs sind da anzusehen. Aber noch haben wir dann da, wenn man hier die Unterlippen den Zähnen annähert. Das ist aber auch sehr exotisch.
Ja, dann haben wir eigentlich alle Laute in dieser Tabelle mehr oder weniger gut besprochen. So. Jetzt kommen wir zu den wirklich exotischen Konsonanten. Nämlich diese Konsonanten haben alle gemein, dass sie pulmonal sind. Das heißt, der Luftstrom kommt aus der Lunge. Und interessanterweise gibt es Laute, wo der Luftstrom nicht aus der Lunge kommt. Die will ich wenigstens kurz besprechen, obwohl die für die romanischen Sprachen fast nicht relevant sind. Auch fürs Deutsche nicht. Da gibt es zunächst mal die sogenannten Klicks oder Schnalzlaute auf Deutsch, wo nur die Zunge beteiligt ist. Man bildet da irgendwo so eine Mulde mit Luft an der Zunge und dann lässt man das an einer Stelle los und dann gibt es ein Schnalzen. Ja, was ich gerade vorgemacht habe, ist der laminale Moment, Laminal-Alveolar, genau. Das Nee, der ist signalisiert, auch sein ja Abdruck. Genau. Laminal oder Palatal wird er manchmal auch genannt. Das ist dieser Laut mit der Seite der Zunge. Und wenn da so ein bisschen Reibung noch dabei ist, ja, das ist dann dieser. So, gibt es auch apikal. Ob es den subapikalen Retroflex gibt, also wenn die Zunge da angekommen ist. Das weiß man nicht genau, deshalb ist er hier ausgegraut. Und diesen mit der Zungenspitze kann ich auch noch ein bisschen reibend machen, deshalb dann ist dann der fricated. Ja. Und bilabial geht das eben auch. Und da ist die Luft schon im Mund, ja, da ist also nichts mehr aus der Lunge. Und dann kann ich da diese bilabialen Klicklaut. Wo brauche ich diese Laute? Naja, für expressive Sprechen kommt was manchmal nicht da in europäischen Sprachen vor, auch nicht wirklich in Deutungsfragen. In Deutungsfragen kommt das mal vor in Südafrika. Weißen wenig in Südafrika, in den sogenannten Khoisan Sprachen. Eigentlich ist das eine Bantu-Sprache gehören, aber sich eben in verschiedenen Besonderheiten unterscheiden. Insbesondere dadurch, dass sie Fittiki. Ja, bekannter Vertreter ist so der Xhosa, hört man den auch gleich mit Bildlaut, Xhosa geschrieben, seine Polizeisprache aus Südafrika oder Sunu, wobei manche Sprecher des Sunus da keine Klicklaute verwenden. Es gibt so ein paar Sunu-Songs, die mal so Pop-Charakter gewonnen haben. Wo ich mich schwer tue, Klicks zu hören. Wo es den ganzen sind sie selbst da nicht immer deutlich. Tja. Dann haben wir Inklusive haben uns mehrere nicht verwandte Sprachen auf dem indischen Subkontinent. Das ist schon sehr interessant. War sehr deutlich im Sommer. Über Sprachgrenzen, sogar über Sprachfamilien ausgewandert. Damals sind die sogenannten Implosion, der Begriff eingezogen. So, also nicht ausgeatmet, sondern nur von eingezogen. Das war jetzt Palatal, wird das sein. Wähler. Luft eingesammelt. Ob es den Retroflex gibt, wissen wir wieder nicht. Deshalb ist er hier ausgetauscht. Ist umstritten. Also. Hindi hat das. Bilabial, soweit ich weiß, und Dentoalveolar. Kannada ist eine indische Sprache, die nicht indogermanisch ist, hat das auch. War schon interessant, dass das eben über die Sprachfamiliengrenzen hinweg sogar geht, aber nur dort. Ne? Was heißt nur dort? Wir haben noch nicht alle Sprachen entdeckt. Aber da finden wir das eben besonders deutlich. Und dann gibt es die sogenannten Ejektive. Die Ejektive sind auch nicht pulmonal. Sondern da macht man sich zu suchen, dass der Kehlkopf leichter liegt.
Das heißt, wir bilden einen Glottisverschluss und dann schieben wir den Käfer auf diesem Kolben nach oben und dann gibt es eine Arbeitungsstörung. Und da hat man jetzt die sogenannte Ehe-Ehe-Ehe-Ehe-Ehe. Das ist so, das ist so. Und bei der Wahlaffung war auch was, doch war auch das. Und alle Waffen werden nicht da. Also, jetzt, wo gibt's die, gibt's ein Körperhaus? Und zwar auch über eine Sprache, sogar über eine Sprachfamilie hinweg. Im Kaukasus haben wir mehrere Sprachen mit Hiertiven. Und das ist Kulius Morgen. Und na, das ist wirklich interessant. Und Dina ist eben interessant, dass sowas in einer bestimmten Gegend anzutreffen ist. Deshalb sagt man, es handelt sich um ein areales Phänomen. Aber über Sprachgrenzen hinweg und sogar über Sprachfamilien hinweg. Das ist halt doch sehr erstaunlich. Ne? Also, das gibt zu denken, ne? Wie sich solche Phänomene ausbreiten. Über Sprach oder die Grenzen von Sprachfamilien hinweg. Das ist schon interessant. Ja. Achso, im Übrigen gibt es in der Germanistik, in der historischen Sprachforschung heute, das ist eine Minderheit, und behauptet, gibt es in den germanischen, also in den westgermanischen Sprachen, das auch eine Ehe-Klinik gegeben haben müssen, weil man durch die Ehe-Klinik eventuell die sogenannte westgermanische Lautverbindung erklären könnte, dass also aus K wird, ne? Im Schweizerdeutschen, ja, sondern ich kann statt ich kann. Oder eben weiter im Norden, ne, was aus Apfel wird. Ne, und aus Water Wasser. Ne, Water Watzer und dann Wasser. Also diese sogenannte westgermanische Mausverschiebung wird versucht zu erklären darüber, dass man es in den Vorläufer Sprache, also das westgermanische Exzentrum, diese Theorie hat eine Zeit bestanden, das ist die sogenannte Glottartheorie, die Glottisverschluss gebunden hat. Das hat man mal verworfen. Also wenn Sie in BNWG oder Fernsehen mal aus hier in Bayern, in München, gibt es einen Vertreter, der uns antwortet, die ja häufig im Bandwerk ausgeprägt ist, wie auch Fälle war, alles vor. Machen. Manchmal kann man dann nicht mehr so, man hat ein bisschen geworfen worden, man hat ein bisschen, und dann bin ich da, Biografie. Andere Dittitesen, auch immer der Begangung ist, in dieser Haut, die sind auch mal gekommen, bis dann machen wir nicht hier, nach Messe mal irgendwie. Oh, das hat man mal angenommen. Das hat es nicht ganz so exotisch, wie man immer denkt. Aber es könnte so sein, dass man auch mal in Europa stattgefunden hat. So. Wir haben die Laute nochmal. Ich habe die Folien ja schon online gestellt und hier müssten Sie die sogar anklicken können. Ich habe das aber vor allen Dingen deshalb, diese Tabelle hier eingebaut, das können Sie sich ja zu Hause nochmal anschauen, weil ich nochmal die deutschen Bezeichnungen, wie sie heute verwendet werden, hier einbauen wollte, wobei richtigerweise die Tap-Flaps tatsächlich Monovibranten heißen müssten. Die anderen nennt man manchmal nur Vibranten oder eben Multivibranten. Ja, gut, okay. Und das ist klickbar. Da finden Sie dann die Beschreibung der Laute in der Wikipedia. Dann gibt es noch eine Klasse von Lauten, die wir noch nicht angesprochen haben, nämlich die Affrikaten, wo halt zwei Laute hintereinander eine Einheit bilden. Also zum Beispiel P und F bilden eine Einheit, das wird durch den Bogen hier angedeutet. Z
Z, tsch, dsch. Und dann aber nochmal was etwas Exotisches. Tsch und z. Genau, die Afrikaten. Ich habe sie hier nochmal, wie sie auch transkribiert werden. Dieser Bogen ist mehr so ein Hilfszeichen, wenn man die nicht zusammenrücken kann, aber normalerweise werden diese Laute aus zwei Lauten geschrieben, die eng beieinander gerückt sind. Also z, 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 z. Und dann sind hier nochmal ein paar andere, die wir bisher noch nicht hatten, die man aber manchmal braucht. Ein velarisierter Latterar, ist nicht ganz so velarisiert wie im Gau, aber mehr wie Menschen fliegen, so viel. Und dann macht man so eine Tilde durch das L, um anzudeuten, dass das dann richtig velarer Latterar ist, immer nur einer, der ein bisschen Richtung Velum verschoben ist, velarisiert ist. Eine weitere Frikatur brauchen die Hispanisten. Möglicherweise komme ich gleich nochmal drauf. Nun bleibt das gut in einer Minute. Und die gerundeten Halbvokale. Haben wir noch die gerundeten Halbvokale, die halt koartikuliert werden, wo ein bilabiales Element dabei ist und hier ein velar, sogar ein palatales. Velar, ne, ur, wie französisch, je vois, ich sehe. Also W und A, Halbvokaler, labiovelare Halbvokal, so nennt man den, plus A, Ohr. Und im Französischen ebenfalls, das, was hier als umgekehrtes H notiert ist, halata, akkompaniment, vorhin meistens, was ist denn die gerundete Variante des Satzes? Ja, also das, okay. Palatal, approximant, ungerundet. Ja, wie, und dann, wie. Ja, das sind eben Laute, die werden koartikulieren, also die sind labial und velar, labial und palatal. So, jetzt noch ganz kurz zum Spanischen, habe ich Ihnen ja kurz versprochen. Das europäische Spanisch hat die Tendenz, dieses S-Laut halbgewerbe Frikativ nach weiter zurückzuziehen in den palatalen Bereich. Aber es kommt nicht so weit, dass ein alveopalataler Frikativ entsteht, sondern es ist eher so ein bisschen postpalatal. Und da wird in der Hispanistik gern so ein S mit Cedille oder mit so einem Komma drunter verwendet. Und das ist dieses, was nicht so eben palatal ist, wie sch, sondern dazwischen ist. Und europäische Spanisch hat das. Ne? Und manche transkribieren das auch mit diesen Zähnen, den kleinen Haken haben die dann. Ne? Alveopalatal, also nicht palatal und nicht alveolar, sondern irgendwie dazwischen. Ja, stimmhafte Variante ist sehr selten und gibt auch nicht im Spanischen. So, ja, da habe ich nochmal geschrieben, Vela, Palata. Ja, und damit sind wir durch mit den Lauten. Und jetzt kennen Sie die wichtigsten Kontrollen und in der nächsten Woche oder was da ein besonderes Medium, Mastinga, das Phonem des Phonems. Und wir nehmen dann von Phonetik zum Phonem. Und wir nehmen dann das Medium, die Laute. Also ein Drittel, dann denke ich an den Phonemzeiger. Und in der Phonologie wäre es Phoneme. Und was das ist, klären wir dann in der nächsten Woche. Aber wahrscheinlich wissen Sie das. Ja, aber dann werden wir für alle durch. Thank you.